Hier in der Iller bei diesem Wehr nahe Dietenheim soll es einmal entstehen. Eines der Schachtkraftwerke. Professor Peter Rutschmann von der Technischen Universität München hat es entwickelt. Ein Schachtkraftwerk funktioniert so, dass man sich vorstellen sollte, einen Lichtschacht in die Flusssohle einzubauen. Das Gitter vom Lichtschacht ist ein Rechen. Der weist die Fische ab und in diesem Lichtschacht sitzt die Turbine komplett unter Wasser mit Permanentmagnetgenerator und produziert Strom. Etwa 2,2 Millionen Euro würde ein solches Kraftwerk in der Iller kosten. Peter Rutschmann erklärt die Vorteile seiner Erfindung gegenüber einem herkömmlichen Wasserkraftwerk. Offensichtlich ist ja, dass man es nicht sieht und dass man es nicht hört. Es ist aber auch für die Fische günstig, weil wir können sehr, sehr feinen Rechen bauen. Da werden die Fische nicht angesaugt, kommen nicht in die Turbine rein. Es gibt einen zweiten Weg, wo sie ohne Gefahr ins Unterwasser absteigen können. Einspruch. Laut Bernd Kurus-Nägele vom Bund Naturschutz hat die Iller bereits ihren Beitrag zur Energiegewinnung geleistet. Der Großteil des Wassers fließe bereits in Kanälen zur Wasserkraftnutzung. Das Bündnis aus Naturschützern und Fischereiverbänden wolle unter keinen Umständen weitere Kraftwerke im Fluss. Deshalb werde man nun gegen weitere Kraftwerke im Fluss klagen.